Wir müssen breien von Satterhoxke. Nein. Nie mein Leben gesehen, stark. Digga, Mike. Oh, ein Phenomen. Was hat dein Bildschirm in der Mitte? Keine Ahnung. Ist ja auf 60 Hertz jetzt, ja. Stark. Ich habe mich schon gewundert, warum das immer so kacke aussieht. Das ist krass. Guck mal, wie flüssig das jetzt ist. Oha. Ich sehe keinen Unterschied. Ich kann euch nicht sagen, wie viel Hertz ich habe. Ich hoffe, 3. Ja, geil. Oder das ist krass. Man kann nur 60 FPS sehen. Och, ich will nicht schon wieder diesen... Jungs, ich war so ein Arzt, der hat gesagt, man kann nur 24 FPS sehen. Sag ich so, wie es ist. Ich habe das früher gesagt. Du hast 60, das ist keine Scheiße, ihr das wisst. Ich aber nicht. Da diskutiere ich mit irgendwelchen 65-jährigen Opas auf Facebook. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten... Rüdiger habe ich früher auch gesagt. Ich weiß nicht, warum es nicht so ist. Ich weiß nur, dass es nicht so ist. Ein Video. Oh Leute, frohen 420 am seit der Legalisierung. Sagt man das so, ja, oder? Dinge, die man nur am 20.04. in Berlin sieht. Und AIDS habe ich auch. Auch gern so einen Joint. So einen aufblasbaren Joint. Happy 420, hi. Oh. Ist das kein Mann der Krieger gewesen, Digga? Die Tür. Oh, bist du stoned. Oh. Ich weiß, gib ihm nicht noch mehr, Alter. Der ist schon, der, komm, guck dir mal seine Augen an, Alter. Oh nein, Alter. Bro, Broski ist clean, Alter, Jungs. Der ist gar nicht... Bro, was hat er für Augen, Digga? Herr Pupillen. Livestream will er jetzt kaputt machen, Alter. Guck mal, ich bin jetzt live auf Twitch. Guck mal, das ist einfach Knossi, Digga. Geil. Noch nie hat so sympathisch jemanden Stream kaputt gemacht. Knossi, Alter. Brandocher. Was geht? Ey. Mich drückt, der wollte auf den Clip grinden. Sag ich so, wie es ist. Knossi, bleib du das nicht kippen, Alter. Es ist nur passiv. LSD, weird. Das zählt nicht. Das ist das Gleiche. Laut Markus Söder zumindest. No. Was ich mich frage, was wäre passiert, wenn sie jetzt Ja gesagt hätte? Also würde dann was machen und er gesagt, ja, okay, bye. Bro, das ist, Digga, das ist so kranker Scheiß, das ist so kranker Scheiß, Digga. Das ist Berlin. Aber wirklich, was hätte er erwartet, wenn jetzt ein Ja kommt? Bro, der wäre völlig aufs Konzept gebrochen. Ich sage euch, das hat er schon 40 weitere gefragt. Ganz großer Weird Champ. Er hat sich ja mal Stuhl mitgebracht, der Wendler. Oh nein, ist das NPC-Platz. Ist das nicht. Ist das. Nee, ist das die EU? Das ist US-Botschaft, ne? Das ist Berlin. Es ging los vor 8 Stunden. Cyborg Season 24. Es geht los. Day 1. So, Leute, ich bin auf dem Weg Richtung New York. Guck mal, wie er das sagt. Ich bin auf dem. Joggt er jetzt nach New York? Weg Richtung New York. Jeden Tag 42 Kilometer will er machen. Und wie viele Tage ist das jetzt wirklich? Der will jeden Tag 40 bis 70 Kilometer schaffen. Das ist Dedication, sag ich dir, aber wie kommt der nach New York? Also da ist ein See dazwischen, so ein bisschen Wasser vom Ding. Aber ein cooles Projekt. Abend langsam ohne. Servus, wo lang geht's? Vier Zeit, nicht mehr. Das reicht mir. Und du? Ich laufe nach New York. Ehrlich, ja? Ehrlich, ja. Dankeschön. Ich glaube, er dachte, ich laufe zu New Yorker. Den Laden, nicht nach New York. New Yorker. Wir haben jetzt hier was zu essen. Erster Tag ist glaube ich geschafft. 54 Kilometer haben wir gemacht. 54 Kilometer. Das ist halt so ein Nachtritt, ne? Überleg mal, der ist gestern 50 Kilometer gelaufen. Heute, was hat er gesagt? 26. Also hat er 76 Kilometer. Das ist eigentlich nicht viel. Und wie viel ihm noch fehlt, deswegen muss er das über 2-3 Monate machen. 100. Aber krass, sag ich, das ist krass. Wie toll, wenn er das schafft, Boss. Kilometer habe ich geschafft, glaube ich. Hat er keinen Muskelkater? Das ist eine gute Frage. Der hat Muskelkater ausgestellt. Er macht ohne Muskelkater. Ja, keine, also irgendwie der Einstellung. Ja, da hat er Einstellung. Wir wenn er Welt startet, kann er das einstellen. Hat Slash aus Muskelkater. Ausgemacht anscheinend. Ey, ich würde mal ganz kurz nur mal mit ihm Körper tauschen wollen. Ich sag, der hat gerade gar nicht. Nimm das Video als Motivation. Walla, Karim. Ey, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt hier mitjoggen auf einmal? Soll ich jetzt 26 Minuten mitjoggen? Die sitzt doch selber vorm PC gerade und macht nichts. Richtig, schon mit uns. Ich mach ihm hier, die ganze Zeit ihm hier, Digga. Dieses scheiß Laufbänder. Hallo, ich sitze zu viel am PC. Ich mache jetzt ein Brotterpress für hochfahrbare Stühle und das Laufband. Ich laufe die ganze Zeit während der Arbeit. Ich fühle mich toll. Dann 2 Tage später. Da liegt's im Dreck, im Morast! Jedes Mal ist es immer so, Aber mit dem Code Renzo 10 kriegt ihr 4%. Die Rollertour, die Radtour, hat man immer so mit 5, 6, 7, 8 Leuten gemacht. Er macht es einfach komplett alleine, weil es keinen anderen Menschen gibt da draußen, der das kann. Du fragst Kollegen, ey du, sag mal, hast du Bock auf so, ja, 5, 6 Monate joggen, ganz entspannt? Ich würde von Deutschland nach New York joggen, wärst du dabei? Oh, super, den 5 Monate hatte ich eh nicht. Wir gucken jetzt TikTok, wäre ich dabei. Wir fahren ja mit so einem Drecks-E-Scooter über die f***ing Alpen. Kommt ihr auch durch Straubing? Was zum f***ing ist Straubing? Was ist das? Ich kenne 3 deutsche Städte und dann kommst du so, das ist bestimmt irgendwie eine Stadt in Norditalien oder sowas, was du mich gerade fragst. Eine Stadt bekannt für Bier. Wir kommen rum. Das Bier kalt. Digga, wir kommen rum. Ja, aber der war beschuss. Bescheid, der Bruder. 100.000 Maß Bier konsumieren die Volksfestbesucher. Straubing, ich bin einer von dir. No
Joke bei der Aftershow ist wirklich Familie Stemmler Endgegner. Digga, Max ist so hacke. Familie Stemmler ist Endgegner, Digga. Ja, Mann! Nein, nein, nein. Als ob jetzt. Ist das der Vorderarzte? Bro, er hatte gar keine Koordination. Max, war Backstage mit Timmy Trumpet. Hat er dich geküsst? Nein, FIFA, ich kann euch trotzdem sagen, Jungs, egal was der Mann von Royal Backstage hat er gewonnen. Ist das Udo Lindenberg? Nee. Dinge würde ich sagen, der war nüchtern. Und meinen Stream läuft von der Gorbatschow-Werbung. Was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Was ist mit Twitch passiert? Eiskalt. Du hast ja auch keinen Stream ab 18, oder? Bro, ich spiel Brawl Stars. Gib Melody den Ball, gib Melody den Ball. Ja, Hugo! Du bist durch den Ball gecharged! Ich bring dich um! Bro, der, ich bring dich um, Gold, Digga, der ist so hart! Fat Max ist hier. Er lacht nicht mal. Ich hab extra gestunt, da bin ich ein bisschen sauer auf Kevin jetzt auch. Ich hab Brotaufstrich auf dem iPad. Nee! Brotaufstrich? Bro, wie ihr das sagt, dann noch Hugos Lachen, Retalk. Mit Hugos Lachen ist alles viel lustiger. So, ich hab das Gefühl, ich bin jetzt in so einem Trimax-Core drin in so 2 Jahren. Versteht ihr, was ich meine? Eine Cola? Cola. Cola? Nee, Brotaufstrich. Und Finanzguru zeigt euch dann übersichtlich sämtliche Einnahmen und Ausgaben. Und Bro, er ist so bereit zu skippen, Broski ist so bereit zu skippen. Kategorisiert diese automatisch. So seht ihr ganz genau, wofür ihr euer Geld ausgebt und wo ihr noch ein bisschen sparen könnt. Ich weiß, dass ich jeden Monat 5000 Euro für Clash of Clans ausgebe. Kann ich skippen. Junge, spiel doch mal das Spiel und zeig uns eine Runde. Permaban. Wenn ein neues Supercell-Game rauskommt, chillen wir erstmal. Die haben ein neues Game? 5 Stunden im Shop. Ja, wir müssen payen. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Ich schick jetzt meinem Mod Geld, damit er mir kanadische iTunes-Karten besorgt. Oder das ist kranker Scheiß. Das ist kranker Scheiß. Hört mich direkt in das Finanzamt. Noch Timescore gesehen, der angreifen. Ich sende ihm 500 Euro, er sendet mir 500 Euro iTunes-Karten zurück. Und dann dafür kriege ich den größten Roundhouse-Kick in die Fresse. Die sich dann hundertprozentig sicher sind, ich wasche Drogengeld. Alter, hot, hot, hot! Yo, yo, yo! Ich hab das Endbild schon gesehen, also echt stark aus. Yo, yo, yo! Wir werden heute einem Bob Ross Tutorial folgen. Dafür haben die Jungs mir alles geholt. Reader, ich sag gut aus. Also krass, weil ich hätte das. Also, Jungs, da wäre ich schon gescheitert. Ja. Okay, wir haben jetzt ein großes Problem, Digga. Das sieht scheiße hart aus. Ich muss mir gerade an den Eiern krabbeln, aber meine Hände sehen so aus, Bro. Der Tipp ist einfach impotent. Das sind die. Also ich bin der. Ja. Dinge, die im Bob Ross Tutorial nicht erklärt werden. Was mache ich jetzt, Digga? Leute, ich verschwimme mal ganz kurz hinter dieser Leinwand. Bro, dein Bild sieht unfassbar gut aus. Real Talk! Danke, Bruder. Das passt nicht zu dir. Bruder, ich bin am Tryharden, Alter. Und das Tutorial ist echt gut, Mann. Digga, no jokes, freut mich unfassbar krass, dass Leute auf Ernst sagen, das ist eigentlich ganz solid. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass das irgendwer sagt zu mir im Stream. Haben wir irgendwas zum Aufmachen hier? Aua, das hat weh, Digga. Aber fühle ich auch, Jungs. Bin ich für den Dauer scheiße. Mit einem Spachtel, Digga, imagine. Das hier würde gehen, aber das ist halt bodenlos für den Tisch, ne? Das ist ein Holztisch. Na gut, der ist eh schon gefickt. Tschüss, ja. Ich glaube, das hier ist mein Retalk sieht wirklich gut aus. Das ist das Gemälde, was ich jemals gemalt habe. Also ja, es ist total trivial, Bro. Retalk, jedes Zeug sieht so aus, aber es sieht trotzdem gut aus. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde persönlich, es ist wirklich solid geworden. Hast du das Kevin-Bild gesehen? Überall ist das crazy gegangen. Als wäre das so 10. Weltwunder, dass Kevin irgendwas krasses hinbekommt. Aber Re-Rap, das ist krass. Und es f***t mich ab, dass ich das nicht gemacht habe. Digga, ich habe genau das, was er hat, hatte ich seit einem Jahr vor. Ich habe es immer und immer wieder hingeschoben. Ich habe die Frisur, ich habe Leinwand, ich habe alles. Ich habe mit Basti mal geredet und er meinte, ich soll mir so Sachen kaufen zum Malen und so eine Bob Ross-Frisur. Und das habe ich gemacht. Bro, wie sieht das aber Arsch aus? Und jetzt kann ich nicht mal machen. Bildung hat er wenigstens wieder Haare. Na, jetzt bin ich wannabe. Für die jüngeren Zuschauer, ich bin nicht Ice Spice, okay? Ich habe gesehen, dass jedem Bob Ross total Schwänze gemacht hat. Okay, danke. Das ist eine Musikerin. Bro, meinst du das Gleiche? Let me cook, ich kann das. Hä, sieht auch solid aus. Aus wie ein Clown, what the f***.
Oh, ich kann das nicht, Chat. Was meine Meinung zu Papa Platte ist ein Bild. Ich habe doch vorher schon gesehen, dass er... Ich find's gut. Ich find's sehr geil. Auch wenn es nachgezeichnet ist, finde ich sehr stark. So muss es gewesen sein, wenn er in ein Event läuft oder als Angelcamper. Du wirst in deinem Chat nur penetriert von Leuten. Ich bin doch selber live. Sieht ehrlich krass aus. Würde man nicht denken, dass das so gut aussieht, so. Bei Adam im Stream hat jemand Tits gezeigt. Danke fürs Update, Bro. Das war wirklich, das war mega useful gerade für mein Stream. Ich hätte ohne diese Information echt nicht weiter streamen können gerade, Bro. Danke für die Information, Mann. Imagine, wie viel Geld das kostet. Bro, Energy Drinks, der ist ewig nicht mehr Clips gewesen. Sei. Oder wenn Carsten Kuster wäre, der zieht pro Line ein ganzes Kartell durch die Nase. Bro, deine Nase ist wirklich groß. Digga, eine das Woche. Das ist rot, aber trotzdem fein. Ehrenlos, das habe ich ja noch nie im Chat gelesen. Mach du dir doch ein K auf die Stern für kaputte Nase, Digga. Respektlos. Gutes Video, ich fühle mich bedingt unterhalten. Nein, das war toll, das war toll.